Wie ihr vielleicht wisst, bin ich gerade auf der Gamescom und ihr könnt mich und andere Star Wars Creator treffen. Morgen, Samstag und Sonntag, Halle 9 bei SK Gaming und Rewe um 14.15 Uhr. Ich habe sie sicherlich irgendwo eingeblendet. Würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten bei Instagram gibt es auch alle Infos. Ich freue mich auf euch. Ahsoka Folge 2 beginnt mit Sabine im Krankenbett und Ahsoka an ihrer Seite. Sabine sagt dabei sofort, dass die Droiden die Karte haben und dass sie das Rätsel gelöst und die Karte geöffnet hat. Denn diese zeigt die Passage zwischen zwei Galaxien, was das Ganze sehr interessant macht, denn im Kanon gab es so etwas noch nie. Wir sehen dann Baylan und Shin bei einem Planeten, der den Namen Sithos trägt und wahrscheinlich der Ausgangspunkt dieser Gesamtmission sein wird, diese neue oder andere Galaxie zu bereisen. Zurück auf Lothal besucht Ahsoka den alten Außenposten, also Sabines Zuhause nach Spuren, und nimmt etwas wahr, was für mich sehr wie Echos in der Macht wirkt. Ihr erinnert euch, wenn ihr Jedi Fallen Order oder Jedi Survivor gespielt habt. Da hatte Cal auch immer die Fähigkeit, Momente aus der Vergangenheit unter Anführungszeichen zu hören oder wiederzuerleben. Auch Ahsoka findet darin den Holoprojektor mit Ezras Nachricht, aber auch einen Droiden, der sich noch dort versteckte, was sie auch gehofft hatte, denn er ist der Weg zur verlorenen Karte. Dabei kann ich nur wieder erwähnen, wie großartig ich Huyang als Sidekick finde, auch wenn er ab und zu etwas nervös wird. Wir erfahren, dass der Droide von Corellia stammt, dem Planeten, wo auch Han Solo herkommt. Inzwischen ist auch Morgan Elsbeth auf Sithos angekommen und uns wird gesagt, dass dieser Ort hier nicht von einem Jedi oder Ähnlichem erbaut wurde, sondern von einem Volk aus einer anderen Galaxie. Bitte, was? Wer soll das sein? Ebnet die Serie gerade das Tor zu den Yuuzhan Vong aus Legends oder gar die Rakata? Morgan aktiviert die Karte und richtet sie dementsprechend aus. Eine Passage nach Peridia. Dorthin, wo Thrawn verbannt wurde. Bitte, was? Verbannt? Da musste ich erstmal etwas nachdenken, denn ja, Thrawn war schon mal im Exil, aber ich bin mir sehr sicher, dass in der Serie sein Verschwinden in Star Wars Rebels gemeint ist. Das muss einfach so sein. Aber das ist doch nicht das, was ich per se als Exil definiere. Vermutlich meint Morgan einfach damit, dass Thrawn weg ist, wohin geschickt wurde und selbst nicht die Möglichkeit hat, wieder zurückzukehren. Des Weiteren ist sie sich sicher, dass, wenn Thrawn gefunden wird, für die einen ein Krieg beginnt. Für andere ist es ein Neuanfang. Zudem kann sie irgendwie fühlen, dass Ahsoka bald Schwierigkeiten verursachen wird, weswegen Shin nach Corellia geschickt wird, um Marrok, wo wir bereits wissen, dass das der Name des Inquisitors ist, zu helfen. Als Ahsoka auf Corellia ankommt, sehen wir ein Schiff der Handelsföderation, welches scheinbar umfunktioniert wurde und nun Hera gehört. Wir sehen hier auch schon Chopper, der kleine Droide aus Star Wars Rebels, und ich weiß nicht, irgendwie mag ich es sehr, wenn alte, bekannte Schiffe in neuen Star Wars Inhalten wiederverwendet werden und nicht immer neue und noch neuere Schiffe erfunden werden. Hera fragt dabei, ob Ahsoka Sabines Ausbildung weiterführen wird, doch Ahsoka meint, dass sie noch nicht bereit ist. Dazu später mehr. Als wir auch schon direkt zurück nach Lothal zu Sabine cutten, wo wir ihre Wunde sehen. Es wird uns dann auch nochmal bestätigt, dass Sabines Lichtschwert das von Ezra ist, aber mit eigenen Modifikationen, und sie redet mit Huyang ein wenig darüber, wie Ahsoka sie nicht weiter ausbilden wollte. Dabei sagt der Droide, dass er viele Padawane kennengelernt hatte, aber Sabine eigentlich viel schlechter war als alle anderen, weil sie eben nicht machtsensitiv ist. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Huyang einfach liebe? Auf Corellia sehen wir, wie Sternzerstörer zerlegt werden, um die Teile zu recyceln. Wie hier zum Beispiel der Hyperraumantrieb eines alten Supersternzerstörers. Doch Hera merkt an, dass dieser eigentlich zu groß für jedes Schiff der Republik ist. Zudem wird ihr ein Einblick auf die Daten verwehrt, trotz ihres Ranges. Ein Protokolldroide verplappert sich dann ein wenig und gibt die Existenz der HK-Droiden, die auch schon Ahsoka angegriffen haben, preis. Und dann dauert es nicht lange, bis sich die Mitarbeiter der Station als imperiale Loyalisten entpuppen. Ahsoka springt aus dem Fenster, um den Antrieb, der gerade aus dem Hafen geflogen wird, einzuholen, doch sie ist nicht schnell genug. Abgesehen davon wartet auch schon Marrok und ein Droide auf sie, und ich muss ehrlich sagen, dass ich den Kampf zwischen den beiden richtig cool finde. Denn er wirkt so ganz anders. Irgendwie vertraut, und das hat auch einen Grund. Denn die Lichtschwertkämpfe in Ahsoka ähneln viel mehr denen der Prequels und nicht der Sequels oder gar der Kenobi-Serie. Aber dazu werde ich ein eigenes Video machen. Jedenfalls steigt Hera in ihr Schiff, um den Transporter einzuholen, gemeinsam mit Chopper, der einfach nur Chopper-Sachen macht. Großartig. Am Boden schaltet Ahsoka den Druiden aus und da stehen sie sich nun gegenüber. Ahsoka und ein Inquisitor. Wie auch schon so oft zuvor.
Doch der Kampf wird unterbrochen, als Marrok von Shin abgeholt wird, während Hera den Transporter immer noch verfolgt und Chopper schafft es gerade noch, einen Peilsender anzubringen, bevor das Schiff in den Hyperraum flieht. Wir cutten dann wieder zu Sabine, welche das Krankenhaus verlassen durfte und wieder in ihren Kisten kramt, doch diesmal holt sie etwas Besonderes heraus. Ihre mandalorianische Rüstung, denn ja, sie ist eine Mandalorianerin. Sie zieht die Rüstung an, kniet vor ihrem Helm und schneidet sich die Haare ab. So wie wir es aus Star Wars Rebels kennen. Hera und Ahsoka überblicken auf Corellia nochmal schnell, wie die Verräter abtransportiert werden, bis sie dann eine Nachricht von Sabine bekommen, dass sie bereit ist. Und jetzt kommt der für mich abstandschönste Moment der ersten beiden Folgen. Wir sehen Sabine auf Lothal, wie sie nochmal auf das Gemälde zurückblickt und von Ahsoka abgeholt wird, um auf ein neues Abenteuer zu gehen. So wie wir es auch schon in Star Wars Rebels vor 7 Jahren gesehen haben. Ho-Yang sagt dann auch noch, wo sich der Transporter mit dem Peilsender befindet und unsere beiden Heldinnen starten in ein neues Abenteuer. Wobei Ahsoka Sabine sogar erlaubt, das Steuer zu übernehmen und sie Padawan nennt. Was doch eigentlich das perfekte Ende der ersten beiden Folgen wäre, aber nein. Wir wechseln noch einmal nach Sithos, wo wir ein großes Bauwerk sehen, in welches der gestohlene Hyperraumantrieb eingebaut wird. Mich erinnert es sehr an den Hyperraumring eines Jedi Starfighters, aber viel, viel, viel größer. Und es trägt den Namen Eye of Sion. Na, klingelt es da bei einigen von euch? Vielleicht bei Fans der Alten Republik? Mit Darth Sion und seinem fehlenden Auge? Ich glaube jetzt nicht, dass da ein großer Zusammenhang besteht, dennoch finde ich die Anspielung ganz nett. Morgan spricht dann noch mit Baylan, Shin sowie Marrok und ich finde, wir sehen hierbei eine sehr interessante Seite von Baylan, denn er sagt, dass es eine Schande wäre, Ahsoka zu töten, da es nur noch so wenige Jedi gibt. Ich bin auch sehr gespannt, in welche Richtung sich sein Charakter entwickeln wird. Den Breakdown der ersten Folge, sowie die Erklärung, warum diese neuen Lichtschwerter so komisch aussehen, habe ich euch hier verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.